Tradition und Innovation. Wir schaffen Neues und bewahren unsere Werte. Der neue Gär- und Lagerkeller ist unsere Jahrhundert-Qualitätsgarantie. Am Anfang, vor 15 Jahren, da war es nur ein Gedanke. Aus dem ist eine Idee entstanden und dann war es auf einmal ein richtiger, handfester Plan. Unsere Brautradition sollte bewahrt werden und doch zugleich innovative Technik eingesetzt werden. Und jetzt geht's wirklich los. Jetzt reißen wir an, da mitten in der Traunsteiner Altstadt. Genau an der Stelle, an der unser bayerischer Kurfürst Maximilian I. vor über 400 Jahren das Hofbräuhaus Traunstein gegründet hat. Und stolz war er wohl heute auf unsere Brauereifamilie, dass sie sein Erbe so hoch hält. Die Bauarbeiten laufen perfekt nach Plan. Der Spaß an der Freude kommt aber nie zu kurz. Und unser Bier wird immer geliefert. Unser alter Gär- und Lagerkeller hat sich über viele Jahrzehnte bestens bewährt. Damit sind wir gut gefahren. Jetzt haben wir einen neuen gebraucht. Und der hat genau und akkurat nur für uns und für unser Bier passen müssen. Das war meine Herausforderung, meine Aufgabe und ist zu meiner Leidenschaft geworden. Das ist nichts von der Stange. Das gibt's nur einmal. Da haben wir uns richtig reingeknirgt. Da steckt unser Herzblut und viel Hirnschmalz drin. Und es ist eine echte Innovation. Unsere ganze Brauermannschaft hat immer wieder mit der Erfahrung aus der Praxis drüber geschaut. Für mich war es wichtig, in die Zukunft zu schauen. Vor allem, seit ich Enkel habe. Und vor allem, weil ich seit über 35 Jahren Brei in Traunstein bin. Was Bleibendes muss entstehen. Etwas, was uns heute freut und was noch viele Generationen unserer Familie freuen soll. Wir sind Brauer und wir sind immer Brauer gewesen. Und wenn man mit Leib und Seele dabei ist, dann gelingt's. Unsere Tankkonstruktion dürfte weltweit einzigartig sein. Klassische offene Gärung in einem zylinderkonischen Gärtank. So sind unsere Brauer immer in direktem Kontakt mit dem Bier. Lieben Leute, gebt kurze Ruhe und hört mir schnell den Zimmerermeister zu. Der große Betonbau steht in seiner Pracht und vor mir haben wir uns alle gemacht. Der Architekt mit seinen Leuten hat das Zeichen geplant und eingeteilt und der Statiker in seinem Büro, der hat Eisen rein, da ist er voll wieder noch gerade gekommen.
Es ist vollbracht. Die erste Halbe aus dem neuen Tank. Ein unvergesslicher Moment. Ah, das ist was Echtes. Das ist das Leben. Das sind wir. Wir haben ein großes Vertrauen in unsere Mannschaft. Weil gemeinsam sind wir eine Weltmacht. Biermäßig gesehen, natürlich. Wir sind Bier, wir sind das Lachen, uns Warner, Swatten und Saufen, praktisch die Hochzeit und die Leich, sportlich und fußkrank. In uns schlägt ein tief bayerisches Herz. Manchmal sind wir Bazi, manchmal sind wir fromm. Und wenn es sein muss, ist uns manchmal alles scheißegal. Aber immer, wirklich immer, sind wir echt und durstig. Schaut's, Buben, das ist schon mal alles für euch. So ist gut und richtig. So wollte ich es haben und so will ich mit aller Energie und Leidenschaft jeden Tag dabei sein. Gemeinsam mit unserer Mannschaft, gemeinsam mit meiner Familie.